Ja, hallo Freunde und willkommen zum nächsten Let's Play und vermutlich auch letzten über den Dämonenjäger. Wir haben jetzt drei Quests zu erfüllen und erstmal schauen, dass wir uns hier aus dem gröbsten Gemetzel so ein bisschen raushalten. Erstmal gucken, ob wir hier in den Kammern irgendwas erledigen können. Die Eiskammer. Okay. So eisig sieht das da gar nicht aus. Oh. Okay, ich glaube, den sollen wir jetzt kurz machen. Ah, dafür mussten wir diese Kugeln da, genau. Hoppala. Heiße Sache. Die mussten wir kaputt machen. Das ist ja irgendwie der Schild, der ihn beschützt. So war das. Ah, diese Hüpfspiele, die mag ich ja nun gar nicht. Zwei, und jetzt müssen wir noch den dritten kaputt machen. Und dann ist die Quest schon komplett, oder wie? Okay. Sehr gut. Das Monster ist gefangen. Kehren wir zurück zu den anderen. Das war jetzt einfacher als ich dachte. Ich habe gedacht, die müssen wir auch kaputt machen, aber anscheinend nicht. Na gut. Dann mal weiter im Text. Was haben wir denn hier für einen? Ein Rückzug auszuwählen? Achso, der springt einfach nur rückwärts. Okay, ja, gut. Was ist denn schon da? Das Problem ist einfach, dass wir mittlerweile so viele Zauber hier unten haben. Diejenigen, die aktiv WoW spielen, die werden das sicherlich mitbekommen haben. Die Klassen sind jetzt mit dem neuen Patch extrem beschnitten worden. Und also mein Main-Charakter, mein Jäger zum Beispiel, ja, der hat jetzt nicht mehr wirklich viel zu tun, wenn er in einen Kampf reingeht. So, jetzt haben wir die Spiegelkammer entdeckt. Also ja, hier müssen wir die Spiegel irgendwie ausrichten. Champion, der Strahl der Kreatur ist auf mich gerichtet. Dreht den letzten Spiegel, um ihren Schild zu durchbrechen. Okay. So, mit dem letzten Spiegel, das sollte ja der hier dann sein. Quest complete. Ja, gut. Der Schild ist durchbrochen. Ja. Schnell raus, solange die Kreatur betäubt ist. Ganz toll. Also als ich beim letzten Let's Play gesagt habe, die Zeit ist zu Ende und wir warten jetzt mit nicht drei ganze Quests, das scheint ja dann doch ein bisschen aufwendiger zu werden. Da hatte ich auch gedacht, dass diese drei Quests etwas aufwendiger werden würden. Aber das ist im Moment irgendwie noch nicht so wirklich der Fall. Wir kommen hier sogar relativ kampflos durch. So. Den müssen wir noch töten. Oh, das wird schwierig. Das wird eng, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Ah, komm, kriegen wir noch einen Schaden raus. Ja, noch nicht raufhauen. Warum kämpft ihr an ihrer Seite? Diese, wie gesagt, diese Hüpfspiele und Ausweichspiele, das ist irgendwie so. Das ist unbedingt nice. Aber auch hier profitieren wir natürlich wieder davon, dass hier im Moment noch mehrere andere neue Dämonenjäger unterwegs sind. Das wird alles, wenn man oder wenn ihr nachher selber einen Dämonenjäger euch erstellen wollt und diese Anfangszeit, sag ich mal, überbrückt ist, da wird das bestimmt einiges deutlich schwieriger werden, wenn man hier immer ganz alleine die bekämpfen muss, gerade diese größeren Gegner. Also dieses Schweben, das kommt mir irgendwie aus Eiern bekannt vor. So, dann wollen wir mal ein paar Quests abgeben. Hierfür gibt es einen Gürtel. Jo, da wollen wir gleich schon mal hier aufmachen. Mhm.
Dankeschön, nehmen wir gerne an. Nächste. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. So, achso, ja, wir haben ja einen neuen Zauber bekommen. Die Chaos-Nova löst eine Eruption aus Teufelsenergie aus, die alle Gegner in der Nähe für 5 Sekunden betäubt und 8038 Chaos-Schaden verursacht. Okay. Schieben wir mal da oben. So. Die nächste Quest. Korvas ist vorausgegangen, um zu Kane und Altrius zu stoßen. Nimm den Aufzug, sobald er eintrifft, und trefft sie im Richthof der Wächterin über uns. Nimm den Aufzug zum Richthof. Der Aufzug wird bald hier sein. Die anderen warten oben auf euch. Da ist auch schon der Aufzug. Nimmt er mich noch mit oder muss ich noch eine Runde warten? Nee, er nimmt mich schon mit. Ja, hier anscheinend noch nicht. Gut. Der auch noch nicht. Meine Güte. Und ihr seht das hier, ne? Hier sind auch noch andere Dämonen hier schon wieder. Eure Verbündeten sind gefallen. Meine Armee wird euch zerschmettern, bevor ihr das Licht erblickt. Gesundheitsstein, okay. Quest complete. Verlier Quest complete. Also ein klein bisschen wird es hier noch dauern. Ich weiß, also bis wir fertig sind. Ich weiß, dass wir am Ende nach Sturm wenden müssen noch. Hört mit dem Gezanke auf. Dafür haben wir keine Zeit. So. Illidan hat uns gelehrt, nie aufzugeben. Zusammen haben wir unzählige Dämonen vernichtet. 680er haben wir schon einen bekommen. Ihr habt den Pfad der Feiglinge gewählt. So. Ich habe es selbst gesehen, Bruder. Leodrim als Anführer der Illidari in Dorthelians Abwesenheit müsst ihr euch für einen Stellvertreter Ihr habt unsere Brüder und Schwestern getötet. Kein und auf unsere Opfer gespuckt. Ihr müsst euch für einen der beiden entscheiden. Der Auserwählte wird vollkommen euer persönlicher Champion sein und seine Ideologie wird unsere Entscheidung über die Illidari maßgeblich beeinflussen. Ganz gleich auf wen die Wahl fällt, unsere Mission bleibt unverändert. Wenn ihr eine Gedächtnisstütze braucht, was unsere Vergangenheit angeht, so blickt in das Becken des Urteils. Denkt an die Opfer, die uns zu Dämonenjäger gemacht haben. Sprecht mich an, wenn ihr bereit seid zu wählen. Wählt zwischen Kain und Altruis aus. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Ja, schauen wir doch einfach nochmal hier in den Brunnen. Gucken, was da passiert. Ihr wusstet nicht, was euch erwartet. Der Feind betrat unsere Welt. Mit dem einen Ziel, alles Leben auszulöschen. Sie metzelten alle nieder, die wir liebten. Sie verwüsteten unsere Häuser, Städte und heiligsten Orte. Ihr wolltet sie aufhalten, doch ihr habt versagt. Also kamt ihr zu mir, in euch nichts als Hass und Entschlossenheit. Und ihr erkanntet, dass Mächte, die euch einst peinigten, euer sein konnten. Jetzt seht ihr, dass kein Opfer zu groß ist, um die brennende Legion zu Fall zu bringen. Aber... Fürst Illidan! Dämonenenergie durchströmt unsere Adern, beherrscht jeden unserer Gedanken. Was unterscheidet uns von den Monstern, die wir jagen? Ihr zweifelt an unserem Meister? Wir werden nicht feige auf unsere Schlechter warten, wie die Völker Azeroths. Wir tragen diesen Krieg auf ihre Welten. Und dort werden wir die Schlechter sein. Du
Ihr wagt es, verdammtes Lord Asgott in seinem eigenen Reich anzugreifen? Unterscheidet. Sie werden vor nichts Halt machen, um unsere Welt zu vernichten. Und wir werden alles opfern, sie zu beschützen. Die Legion wird von diesem Sieg erfahren. Und sie wird euch fürchten, meine Illidari. Jetzt wisst ihr, was euch erwartet. Ja, feines Video. Aber wie uns das jetzt dabei helfen soll, uns zu entscheiden, wen von den beiden wir jetzt nehmen sollen, das weiß ich jetzt auch nicht. Okay, Sonnenzorn. Ich glaube, wir nehmen den Sonnenzorn. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Ah, jetzt haben wir hier nochmal. Okay, Sonnenzorn ist ein treuer Leutnant, dem Fürst Illidan Sturm mehr vertraut als anderen. Er glaubt, dass Zusammenarbeit und persönliche Aufopferung für den Sieg über die Legion nötig sind. Ehrenhaft und anspruchsvoll folgt er Illidans Ideal, seine Aufgaben um jeden Preis zu erfüllen. Altruist, der Leidende, ist ein Abtrünniger, der die Dinge selbst in die Hand nimmt. Obwohl er und Illidan dieselben Ziele haben, ist er selten mit dessen Methoden einverstanden. Altruist glaubt, dass Illidan seine Macht nicht unter Kontrolle hat und verlangt nach einem neuen Anführer der Illidari. Gut, bei beiden steht noch drunter, diese Story-Entscheidung hat keine Auswirkung auf die Macht eures Charakters. Cool, ihr lasst euch wohl nicht überzeugen. Ich habe alles geopfert. Dann was habt ihr aufgegeben? Wir Pass sind alle, auf, was das zwischen den Illidans Schicksal und unserer Vernichtung steht. So. Die Freiheit ist zum Greifen nah. Unsere übrigen Überlebenden haben sich bis in die letzte Kammer vorgekämpft. Nun steht nur noch einer zwischen uns und dem Ausgang des Verlieses. Der Anführer der dämonischen Invasionstruppen. Bastilax, tötet ihn, beansprucht seine Macht und befreit uns. Tötet Bastilax und beansprucht seine Macht und dann bekommen wir Verschwimmen. Erhöht eure Ausweichchance um 50% und verringert den gesamten erlittenen Schaden 10 Sekunden lang um 35%. Lasst uns weiter, die anderen befinden sich in der Kammer vor uns. Aber naja, gut. So, wir ziehen ja, das heißt in der Kammer vor uns. Aber der Pfeil zeigt hier nach schräg. Da haben wir noch wieder eine Schatzkiste. Und wir haben ja gelernt, Schatzkisten sollte man immer aufmachen. Was haben wir da jetzt bekommen? Ein Teufelskristallfragment. Also, das ist eine Art Handgranate für Arme. Ohne Erfolgsgarantie beim Wurf. So. Da ist unser. Endgegner quasi. Also, der muss auch erstmal hinkommen. Erstaunlich, dass sie das so weit. Aber da hier ja schon so viel umgeschnetzelt wird. Freiheit ist eine sinnlose Illusion. Verteidigen wir uns doch einfach. Oh, Scheiße.
Schon nicht, der Junge. Wir haben es geschafft, Illidari. Wir sind frei. Ja, das ist doch schön. Wie gesagt, man sieht es hier ja auch wieder. Es rennen hier einige andere noch mit mir zusammen jetzt hier die Treppen hoch. Und dann könnt ihr euch sicher vorstellen, wenn man da alleine vor dem steht, da wird es schon ein bisschen anstrengender. Also ich stand bis jetzt nur ein einziges Mal dem Tode nahe, wenn man das so will. Aber ansonsten, ja. So, dann sind wir hier in der frischen Luft. Aha. Azeroth darf nicht fallen. Geben wir erstmal die Quest ab. Ja, jetzt haben wir ja diesen Verschwimmen. Ich bin Erzmagier Khadgar. Anführer der Kirin-Tor. Ja, den kennen wir ja schon. Azeroth braucht eure Hilfe. Ergebenste Grüße, Champion. Die Legion hat ihre Invasion unserer Welt begonnen. Überall in Kalimdor und in östlich Königreichen folgen tapfere Verteidiger den Ruf zu den Waffen. Doch ohne eure Hilfe werden sie schlussendlich scheitern. Ihr Illidari wurde zu Waffen geschmiedet, um der Legion Einhalt zu gebieten. Bitte begleitet mich. Alles Weitere werdet ihr auf der anderen Seite erfahren. Sprecht ihr mit Erzmagier Khadgar. Wenn ihr soweit seid, bringe ich euch an euer Ziel. Seid ihr zum Aufbruch bereit? Zum Aufbruch? Jo. Lebt wohl. Wir werden uns wiedersehen. So, der bringt uns jetzt zu unserem Ziel. Ja, schöne gerade hier die verheerten Inseln, das ist jetzt neu dazugekommen. Für die, die sich nicht so mit der Karte von Azeroth auskennen. Ja, und wir sind tatsächlich vor Stürmen gelandet. Beziehungsweise sogar vor der Burg von Sturmwind. Muss ich mal gucken, muss ich noch einen Moment warten, bis wir sichtbar werden. Hier jetzt. Kann sich nur Stunden anhören, aber wir können ja vielleicht schon mal. Wissen ist Macht. Ach, das sind wir ja. Entscheidend ist, willkommen es weise einzusetzen. Im Herzen des Königreichs der Menschen. Heute aber herrscht Trauer in dieser Bastion des Lichts. König Varian Vryn ist im Kampf gefallen, sodass die Krone an seinen Sohn Anduin übergeht. Die Anführer der Allianz sind zusammengekommen, um der Familie die Ehre zu erweisen. Sie werden sicherlich Verwendung für eure Fähigkeiten haben. Ihr findet den neuen König auf dem Thron der Burg Sturmwind. Ein weiterer eurer Illidari ist bereits bei ihm. Ich werde Endala angebracht. Viel Glück, Liodrim. Sprecht mit Jace Düsterweber in der Burg Sturmwind. Ja, das machen wir gleich. Das König Varian Vryn gestorben ist übrigens, ist ein Teil der Questreihe, die zum Pre-Patch gehört. Für die anderen Charaktere, also die schon fertig hat. Ich habe das schon mit meinem Jäger durchgespielt, also habe ich schon miterlebt, wie der König gestorben ist. Und ich werde das Ganze auch auf Hordenseite noch einmal durchspielen. Auch da habe ich einen Charakter auf Stufe 100. Und auch daraus werde ich dann noch ein Let's Play machen. So, jetzt wollen wir erstmal hier in den Thronsaal kommen. Hallo. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Hier nochmal gucken. Es herrschen jetzt düstere Zeiten in Sturm in Leodrin. Nachdem König Varian Vryn an der verheerten Küste gefallen ist, scheinen die Anführer der Allianz angespannt und verunsichert zu sein. Der Zeitpunkt dieser Tragödie kann kein Zufall sein. Es ist typisch für die brennende Legion, dass sie Chaos in den Reihen ihrer Feinde schürt und sie so von innen schwächt. Wir müssen handeln. Der junge König Anduin hat zwar ein gutes Herz, allerdings mangelt die Entschlossenheit seines Vaters. Die Allianz braucht einen Anführer, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Die Legion schlägt uns sofort zu, wenn sie Schwäche wahrnimmt. Und gerade jetzt spüre ich, dass etwas nicht stimmt, Leorin. Ich fürchte, dass der Schein trügt. Schnell, verwendet eure Geistersicht. Wir müssen überprüfen, ob Feinde unter uns weilen. Verwendet eure Fähigkeit Geistersicht. Vertraut auf fürs Dividendenplan. Und dann machen wir doch mal hier einen auf Geistersicht. Quest complete. Quest complete. Jawohl. Wir sehen. Den Weg. Hier sind Dämonen. Und es gibt nochmal einen Schmuck, der noch etwas besser ist als die beiden, die wir schon haben. Unser Verdacht hat sich bewahrheitet, Leorin. Die Dämonen dachten, sie könnten uns überrumpeln. Schnell, zu den Waffen. Warnt den König, beschützt den König, ist das Quest hier. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Also schnell zum König. Wo ist er denn? Wo ist denn hier Anduin? Ach, da hinten. Ich grüße euch.
Ich habe keine Zeit für Plaudereien. Wie ich den anderen Illidari bereits mitgeteilt habe, habe ich viel zu überdenken. Ich muss unsere Armeen auf den Marsch gegen die Legion vorbereiten, obgleich einige Verbündete nach Rache gegen Horde dürsten. Das hier kann nicht warten. Unter euch befinden sich Dämonen. Ich will sie euch zeigen. Den Sieg bringen. Jetzt zeigen wir ihm. Guck mal. Dämon. Elfe Bibsch. Ach, ihr habt uns enttarnt. Und jetzt kommen hier auf einmal überall Dämonen. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Pre-Quest. Beziehungsweise an das Ende derselbigen. Da mussten wir nämlich hier auch im Königreichssaal die Dämonen bekämpfen. So, 5 Stück sollen wir töten. Jo, jetzt kommen wir wieder zu dem Problem, dass hier so viele von meinem Volk existieren, ja? Was, das war jetzt die Karotten oder was? Okay. Verstehe nicht. Das ist jetzt nur noch passiver Zauber. Den können wir denn ja ganz aus der Leiste nehmen, wenn du nur passiv bist. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert. Ich habe da mal raufgedrückt und es ist nichts passiert. Und ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich denke, hä? Aber durch das eine Talent, was wir verteilt haben, ist daraus tatsächlich ein passiver Zauber geworden. Das finde ich natürlich. So, das ist so ein Vollkrieger. Zack, 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 zack. Der ist auch verstanden. Hat so ein bisschen was. Ich glaube, der Schurke hat also früher mal diese Fähigkeit. Da wie so ein Irre da hin und her zu schießen. Ja, jetzt ist man jetzt auch so ein bisschen. Dadurch, dass jetzt hier dieser eine Schlag fehlt. Das ist schon so ein bisschen eintönig jetzt hier. So, aber wir haben auch das natürlich geschafft. Jetzt gehen wir wieder zu unserem neuen König oder zum König von Azeroth. So. Sturmwind weiß euren Dienst an der Allianz zu schätzen. Das ist doch schön. So, den Ring, den werden wir uns jetzt mal hier unten hinpacken, weil ich den sehr erstmal vergleichen muss. Eine Waffe der Allianz. Das ist die letzte Quest. Zunächst war ich unsicher, ob wir die Währung stand lassen sollten, aber ihr könnt tatsächlich unser aller Leben haben. Ich erlaube euch ein Lager im Magier verleihen soll. Die Allianz wird eure Hilfe brauchen, wenn sie gegen die Legion in den Kampf zieht. Aber seid gewarnt, wenn ihr den Teufelsenergien, mit denen ihr herumspielt, verfallt und zu einem Dämon werdet, werden wir euch auch wie einen anderen Dämon, wie andere Dämonen behandeln. Trefft euch mit den Illidari im Magierviertel von Sturm. Auch das machen wir doch gerne. Übrigens, der Park in Sturm, der ja verwüstet worden war, ist jetzt endlich wieder neu aufgebaut worden. Ist auch mal interessant. So, reiten will ich jetzt aber nicht. Jetzt nutzen wir doch mal unseren Albino-Drachen und fliegen da einfach mal hin. So ein schöner Blick über Sturmwind ist da auch mal was. Entdeckt Handelsdistrikt. Ja. So, wir können uns hier mal ein bisschen umschauen. So sieht Sturmwind von oben aus, für die, die das noch nicht gesehen haben. Und hier ist das Magierviertel. Mal schauen. So, und das soll also unser Gebiet sein. Steig mal wieder ab von deinem Ross. Jawohl. Und hallo, Valerian. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Wir kriegen noch eine Quest. Meine Güte. Die Legion ist nicht nur in dieser Stadt gedrungen. Das von ihr ausgehende Böse verbreitet sich über ganz Azeroth und bedroht die äußeren Randbereiche unserer Welt. Wir müssen sie finden und aufhalten, wo auch immer eine Dunkelheit, ihre Dunkelheit Fuß fasst.
Wir haben Speer ausgesandt, die sich auf der ganzen Welt nach Legionsaktivität umsehen. Sobald Invasion starten, werden wir die Standorte auf eurer Karte markieren. Lasst sie leiden, Leorin. Öffnet eure Karte, um aktive Legionsinvasionen in Kalidor, den östlichen Königreich, zu finden. Geht zum Invasionsort und haltet die Mond auf. Ja, Tod der Legion. Das wird jetzt. Das gehört jetzt aber nicht mehr zum Startgebiet des Dämonenjägers, sondern diese Quest bekommt auch jeder andere Level 100k, sich einer Invasion irgendwo auf der Welt anzuschließen. Ob ich das jetzt noch, also hier in diesem Display ist jetzt erst einmal Schluss. Das werde ich jetzt definitiv nicht machen. Ob ich das überhaupt jetzt noch ein vielleicht bei meinem Fazitvideo nochmal in Angriff nehmen werde mit meinem Dämonenjäger oder ob ich das im Let's Play zeige, wenn ich mit meinem Hordencharakter die Pre-Quest mache. Das weiß ich noch nicht genau. Für heute soll es erst einmal reichen. Wie gesagt, es wird noch ein extra Video geben, ein Abschlussvideo zum Dämonenjäger mit einem persönlichen Fazit. Ich danke euch auf jeden Fall nochmal wieder für euer langes Durchhalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, vielleicht sehen wir uns in Azeroth. Tschüss!